wir waren heute hier bei Ortis in Elsenborn zu Gast. Wir haben den Betrieb besucht, aber nicht nur das. Wir haben vor allen Dingen dem Kommissar zu erklären versucht, dass Ortis spezifische Produkte herstellt. Das ist weder Nahrungsmittel noch Medikament. Das sind Nahrungsergänzungsmittel auf pflanzlicher Basis. Und für diesen Sektor, für dieses Produktsegment, gibt es europäische Regeln, die sind aber zurzeit nicht genügend harmonisiert. Da muss es Verbesserungen geben, damit Unternehmen wie Ortis auch in Zukunft in dieses Segment investieren können, damit sie diese Produkte herstellen können und damit nicht die großen Pharmaunternehmen auch dieses Segment an sich reißen und solche Unternehmen wie Ortis, wo 125 Leute hier in Ostbelgien arbeiten, verdrängt werden. Der Kommissar war sehr aufgeschlossen, hatte ich das Gefühl, war sehr inspiriert von dem, wie hier gearbeitet wird, mit höchsten Qualitätsstandards, mit ganz tollen Kontrollen vor, während und nach der Produktion. Hier arbeiten zahlreiche Ingenieure, höchst ausgebildet. Und Ziel und Zweck war es, dem Kommissar dieses Bild zu vermitteln, dass es ein spezifischer Sektor ist, der spezifische Regeln braucht, um weiterhin bestehen zu können. Ich habe Ortis als ersten Betrieb in meiner Runde durch die Betriebe besucht. Das war der erste, wo ich war. Dort wurde mir dieses Problem angetragen. Und dann ist meine Rolle als Parlamentarier, ja, alles daran zu tun, um die Dinge positiv zu beeinflussen. Und dann haben wir ihm auch vorgeschlagen, um sich besser ein Bild zu machen, wie man das Problem lösen könnte. Ist ein Besuch vor Ort immer ganz gut, ganz wichtig. Mit den Leuten dort sprechen, deren Probleme sich anhören und deren Niveau der Arbeit auch mal anerkennen. Das hat er dann gemacht, sofort zugesagt und den Besuch auch heute in dem Sinne durchgeführt. Der Kommissar ist derjenige, der den Gesetzesvorschlag schreiben muss. Bevor er das schreibt, nimmt er links und rechts sämtliche Elemente auf, die dazu wichtig sind, um sich ein Gesamtbild zu machen. Deswegen war diese Phase, in der wir uns jetzt befinden, so wichtig, weil dieser Gesetzestext noch nicht geschrieben ist. Und für uns war auch wichtig, ihn davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, dass er einen schreibt, dass er die Situation nicht so lässt, wie sie ist, weil das ist gefährlich für den Sektor. Aber das sind alles Zeiträume, die sehr lang sind, die sehr schwierig auch oft sind. Aber man muss all diese Verfahrensschritte mitgehen, mitformen, damit am Ende der Gesetzestext entsteht, der für kleine und mittlere Unternehmen, wie hier in dem Fall, dann positiv ist. Wir wollen alle, dass Leute Arbeitsplätze hier auch in Ostbelgien behalten. Wir wollen alle, dass kleine und mittlere Unternehmen weiterhin bestehen und nicht immer durch große geschluckt werden. Und dementsprechend ist es dann meine Rolle und meine Aufgabe, dafür so ein bisschen zu sorgen. Dementsprechend war es, glaube ich, eine sehr gute Gelegenheit für den Kommissar, damit er inspiriert wird und für uns Leuten wie der Familie Horn zu helfen, dass so ein Betrieb weiterhin fortbestehen kann.